Katja, und da kommen wir zu dir, weil alle fragen sich natürlich, wie kann es denn sein, warum ist das so, dass im Moment fast in jedem Sommermonat es solche Hitzewellen gibt? Dahinter steckt der Klimawandel. Schon länger war sich die Forschung ziemlich sicher, dass unsere Hitzewellen mit der Erwärmung der Arktis zusammenhängen. Nur nachweisen ließ sich das nicht. Der Teufelskreis in der Arktis ist, wenn dort das Eis schmilzt, wird immer mehr offener Ozean sichtbar. Und dessen Oberfläche ist ja dunkel, absorbiert mehr Sonnenstrahlung als weißes Eis, wird noch wärmer und das Eis schmilzt noch schneller. Und das hat dann Auswirkungen auf den Jet, das Starkwindband in 10 Kilometer Höhe. Der verläuft normalerweise von West nach Ost. In den letzten 20 Jahren wird er immer häufiger langsamer und schlägt große Wellen. Hochs und Tiefs verharren für längere Zeit an Ort und Stelle. Ursache für die Hitzewellen bei uns in Europa. Die warme Arktis erwärmt auch höhere Luftschichten, die Stratosphäre, die Ozonschicht. In ihr finden hunderte chemischer Reaktionen statt, die, weil sie so kompliziert sind, unmöglich alle in einem Klimamodell eingebaut werden können. Weil das selbst größte Rechnerkapazitäten sprengt. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts jetzt ist es gelungen, mit Hilfe einer Vorstufe von künstlicher Intelligenz Muster im Verhalten der Ozonschicht zu erkennen. Und diese Muster sind weniger komplex und lassen sich daher ins Klimamodell einbauen. Das Ergebnis: Temperaturerhöhung und mehr Eisrückgang in der Arktis heizen die Stratosphäre auf. Das schwächt den Jet und es gibt immer häufiger Extremwetter in mittleren Breiten. Auch unsere Hitzewellen sind eine Folge, wie diese typischen Omega-Wetterlagen, wie wir sie derzeit haben, mit dem Hoch Yvonne. Omega heißen diese Wetterlagen, weil die Luftströmung des Jets aussieht wie der große griechische Buchstabe Omega. Also diese Omega Lage bringt uns die große Hitze genau jetzt auch zu uns nach Deutschland. Wir erwarten vielleicht schon heute, den Temperaturrekord zu knacken mit bis zu 40 Grad, wahrscheinlich hier in der Nähe des Niederrheins, vielleicht auch in Rheinland-Pfalz. Etwas erträglicher ist es heute Nachmittag im Nordosten mit 25 bis 32 Grad. In der Nacht wird es wieder sehr, sehr warm bleiben. Bis zu 25 Grad Tiefstemperaturen sind das am Niederrhein. Und das ist also wirklich extrem warm. Etwas kühler ist es im Osten, morgen wieder strahlender Sonnenschein, wieder Hitzerekorde, große Ozongefahr im Westen, Temperaturen steigen bis 41 Grad und so geht es auch weiter. Die ersten Gewitter, die Abkühlung bringen könnten, kommen frühestens in der Nacht zu Samstag.